Probleme kriegen mit ihrer Kassenzulassung. Wir haben eine ganz wundervolle Psychotherapeutin bei uns im Feld, eine ganz, ganz tolle Frau, die zum Anfang ihrer schamanischen Arbeit echt Probleme hatte mit ihrem Berufsverband, dass die gesagt haben, du, wir überlegen, ob wir dir die Kassenzulassung entziehen, wenn du solche Sachen machst, neben der ordentlichen Psychotherapie. Also es gibt inzwischen viele, viele, viele Menschen, alleine nur aus unserem Kontext, die diese Dinge, die wir lehren in unseren Kursen, inzwischen erfolgreich anwenden. Ich werde euch im dritten Block zwei von unseren Kausalformaten vorstellen, aber ich möchte schon eins sagen, was ziemlich typisch für den Engelwolf-Schamanismus ist, ist, ich bezeichne das als demokratische Medizin. Wir empfehlen unseren Klienten, und da gehen wir ganz bewusst von dieser Position, wir sind die Großen, wir wissen alles, wir sehen alles, unsere Intuition, unsere Hellsicht wird schon rauskriegen, was für dich gut ist, da gehen wir ganz bewusst weg und wir sagen, alles Wissen liegt im Energiesystem des Klienten. Das ist eines der wichtigsten Credos in unserer Arbeit. Das bedeutet ganz praktisch, dass inzwischen, ich habe im Jahr ungefähr 100 Erstordinationen, also jedes Jahr 100 Menschen, die das erste Mal zu mir kommen. Ich habe ungefähr 1000 Patientenkontakte im Jahr. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich mache auch 2,5 Tage Schule in der Woche. Früher war das mal mehr, als ich weniger Schule gemacht habe. Seitdem ich das AMBU mache, ist es eher ein bisschen weniger noch geworden. Aber von diesen 100 Erstordinierten lassen sich inzwischen, bevor sie zu mir kommen, 85% von meinen Testmedien vorher testen, lassen ihr Energiesystem befragen, was ihre Energiesysteme von mir oder auch von anderen wollen. Auf meiner Webseite ist dieser Testbogen für euch alle zugänglich. Ihr dürft euch den alle runterladen. Ihr dürft den auch alle benutzen. Und wenn jemand auf diesen Testbogen rauf möchte, weil er auch irgendwas macht, was da steht, oder irgendeine tolle Therapiemethode hat, kann er sich auf diesen Testbogen auch eintragen lassen. Da ruft er die Rita Meier an. Die pflegt jetzt diesen Testbogen und dann kann er da Monika Avatar, Engelwolfhexe, Spezialgebiet, weiß nicht was, Heillecken von Ohrschmerzen, weil jetzt nur als Scherz, sie hat als Kraft hier diesen wunderbaren Leguan und der macht jede Otitis Media in 2 Minuten, heilt der durch. Also wenn das so ist, Rita Meier, die pflegt euch in den Fragebogen ein. Das bedeutet, die Patienten gehen zu einem meiner Testmedien. Das Medium oder der Mensch, der am meisten Patienten für mich testet, ist Heidi. Und lässt sich, ja, lässt sein Energiesystem befragen, was braucht mein Energiesystem an Homöopathie, an Schamanismus etc. Und was da rauskommt, und nicht nur bei Heidi, auch bei Nora, auch bei Reik, auch bei Urs, auch bei Susanne, eigentlich bei allen unseren Testern, Nicole Schollmeier etc., ist, dass bei mir jedenfalls alle Leute testen, ich soll mit ihnen Homöopathie machen. Gut, okay, ist ja auch meine Primärdisziplin. Aber dass 90% testen, ich soll auch mit ihnen Schamanismus machen. Und da eben hauptsächlich die drei Formate, wovon ich im dritten Block 2 vorstellen werde und eins auch mit euch ganz praktisch als Gruppenheilung vollziehen werde. 90% aller der Leute, die getestet werden, brauchen Seelenrückholung, weil sie haben in diesem oder im früheren Leben einfach Seelenverluste erlitten. Ich habe für euch gestern Abend noch mehrere Dinge auf meine Facebook-Seite gestellt, unter anderem auch einen Vortrag von mir über Seelenrückholung, weil ich will es mit euch machen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit im dritten Block zu tief einzusteigen,
aber da sind zwei YouTube-Tipps von mir. Könnt ihr auch, wenn ihr nicht beim Facebook seid, einfach bei YouTube eingeben, Andreas Krüger Seelenrückholung, und euch das nochmal anhören, damit ihr eine Idee kriegt, was das ist. Und es ist im Grunde, und das wird ja auch von der Traumatherapie Lee Wines letztendlich bestätigt, logisch, dass wir nicht durch dieses Leben kommen, ohne durch irgendwelche Traumata Seelenverluste zu erleiden. Und das habe ich von meinen nativen Lehrern gelernt. Einer der wichtigsten Sätze für meine Arbeit war und ist der Satz: Only what is here can heal. Also nur was hier ist, kann ihn hier heilen. Ein Teil, der noch auf irgendeinem Scheiterhaufen vor sich her glimmt, ein Teil, der noch in irgendeinem Folterkeller angeschnallt liegt, dieser Seelenanteil ist im Hier und Jetzt, Analyse, Psychotherapie oder nicht zugänglich. Und wir erleben es immer wieder, dass sich Leute jahrelang therapeutisch abmühen. Es scheint nichts zu klappen, denn machen wir eine Seelenrückholung. Dadurch geht es ihnen an sich besser, aber mit einmal laufen auch die anderen therapeutischen Prozesse ganz anders. Und es ist kein Riesenaufwand. Es ist ein Test, der vielleicht ein Leben verändern kann und in Richtung Heilung bringen kann, weil er einfach zeigt, ja, es muss erstmal diese Seelenrückholung gemacht werden, bevor alles andere laufen kann. Und das Zweite, was jetzt nicht 90, aber bestimmt 95%, 85% aller Leute testen, ist Entsetzungsarbeit. Die meisten von uns haben irgendwelche Gelübde, Schwüre, bösen Augen, kleine Verwünschungen bis hin zu Schändungsdämonen in ihrem System, die sich an ihrem Leib laben. Und es muss entfernt werden, damit das System frei werden kann. Aber eben erst Seelenrückholung, dann Entsetzung. Der dritte große, den ungefähr 70% aller Klienten testen, ist die Heimbringung von erdgebundenen Seelen, die sich in unserem System aufhalten und sich von unserem System parasitär ernähren. Also das einfach mal als kurzes Feedback, wie wichtig ist für ganz, ganz viele Menschen diese Arbeit. Wie wichtig und wie schade ist es, dass so viele Kollegen aus Angst davor, aus Angst, was man von ihnen hält, wenn sie das tun, und oft auch aus Hochmut, weil sie denken, ich brauche das nicht. Mein Kügelchen oder meine Nadeln oder mein Tee macht es ja auch alles. Mag ja ganz oft sein, aber ganz oft ist es nicht so. Und ob der sowas braucht, kriegt jeder Tester, aber jeder, in einer Minute raus. Ja, das war mir wichtig. Wie schon gesagt, der Testbogen ist frei zugänglich. Habe ich keinen Anspruch, verschenke ich gerne an die Welt. Wer testen kann, kann diesen Testbogen auch alleine testen, kann jeder Mensch, der halbwegs radionisch, kinesiologisch ausgebildet ist. Heidi gibt Kurse in Testverfahren. Wir haben auf unseren nächsten Schamanentagen die Dr. Susan Schamfuß hier bei uns. Die führt ihren Armlängentest vor, ein ganz wunderbarer Test. Wir haben bei uns an der Schule die Alexander Engelbrecht, die alle meine Ikonen testet, alle. Es gibt keine Ikone, die Alexander nicht vorher testet, was das Energiesystem des Patienten braucht. Früher, ich weiß gar nicht, wie ich das früher ohne die Tests gemacht habe, ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, und ich kann es euch einfach nur ans Herz legen, weil es bringt so viel mehr Heil für unsere Patienten, es bringt so viel mehr Leichtigkeit in die Arbeit. Und ich habe ja schon viele Vorträge darüber erhalten, was in meinem Leben, und ich werde im nächsten Blog und zu Laglupi ja auch nochmal darüber reden, was mein Leben an Heil erleben durfte, alleine durch Seelenrückholung. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ohne diese Seelenarbeit
so lange geschafft habe. Aber es war eben so lange so vieles nicht möglich. Ja, und ich freue mich, dass Annelie heute hier ist, weil Annelie war eine von denen, die mir während meiner Schamanenkrankheit so zur Seite gestanden hat. Kotau, 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 das ist schon so lange her, wir wären ein bisschen älter, aber du scheinst ja alterslos zu sein. Musst du mal uns deinen Trick verraten, ja. Also, wir machen unsere erste Pause, treffen uns pünktlich wann wieder, Thomas? In einer Viertelstunde. In einer Viertelstunde und dann geht's um Laklupi oder die Heilung der Angst. Verzeihung, in einer halben Stunde. In einer halben Stunde. In einer halben Stunde geht's weiter mit Laklupi.